Vorbemerkung. Der Bundestag erteilt fortlaufend Mandate, in dessen Folge die Bundeswehr derzeit in 15 Auslandseinsätzen tätig ist. Und wir müssen uns noch breiter aufstellen. Wir müssen uns breiter aufstellen, um auch um uns herum in Europa Stabilität in unseren Nachbarregionen zu fördern. Wie zum Beispiel in Westafrika, Nordafrika oder im Nahen und Mittleren Osten. Unter Hinweis auf § 87a Grundgesetz, in dem die Aufgabenbeschreibung für die Bundeswehr mit dem Rechtsbegriff Verteidigung eindeutig beschrieben ist. Als es um die Frage ging, wie entwickelt sich das in der Republik Jugoslawien, Kosovo-Krieg, da haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados nach Serbien geschickt und die haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt, ohne dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Die Frage: Werden Sie als Abgeordneter des Deutschen Bundestages Auslandseinsätze der Bundeswehr auch außerhalb eines UN-Mandates bejahen? Nein. Also Kriegseinsätze ohne UN-Mandat werde ich nie zustimmen, das ist klar. Weil erstens widerspricht das dem Völkerrecht und zweitens hat man auch in Libyen und auch im Irak gesehen, wozu das führt, nämlich zu Chaos und somit werden dann auch die Fluchtursachen tatsächlich geschaffen. Und weitergehend werde ich im Bundestag Verlängerungen von Bundeswehreinsätzen im Ausland auch nur dann zustimmen, wenn sie tatsächlich aus humanitären Gründen notwendig sind. Ansonsten habe ich die ganz klare Haltung, dass die Bundeswehr, auch die NATO, nur für den Verteidigungsfall beispielsweise an den eigenen Landesgrenzen eingesetzt werden kann. Also erstmal bin ich dankbar für die Frage, weil ich als Reserveoffizier, für mich hat die Frage gewisse praktische Bewandtnis aus, auch. Die Antwort heißt eigentlich, ja, ich würde dem zustimmen, auch außerhalb des UN-Mandats. Man muss mal schauen, UN-Mandat entsteht nur, wenn Vetomächte, sprich China, Russland, USA und die anderen, sich einig sind. Das muss nicht in allen Fällen so sein. Wir in Deutschland haben zum Beispiel auch die Bündnisverpflichtung durch die NATO. Wenn ein NATO-Staat angegriffen wird, sind wir verpflichtet, dem zu helfen. Also kann es Situationen geben, wo es auch außerhalb eines UN-Mandates notwendig ist, einen Einsatz zu machen. Allerdings haben Sie ja eine vorhergehende Frage gegen ums Gewissen. Also für mich ist eben das sehr wichtig, dass deutsche Soldaten nicht dahin geschickt werden, wo sie eigentlich nichts verloren haben. Also das will ich auf jeden Fall sicherstellen. Und ich muss auch sagen, die vergangenen Regierungen sind mit dem Thema Auslandseinsatz der Bundeswehr im Großen und Ganzen sehr umsichtig umgegangen und ich will diese Parteilinie, diese Linie weiterhin fortsetzen. Nein, weil das bringt, ich glaube, das bringt einfach nichts. Wir haben also für mich ist die UN etwas Wichtiges. Da entscheidet dann wirklich die Völkergemeinschaft. Und bis ich ein UN-Mandat habe, müssen wirklich viele Länder viel diskutieren und vielleicht findet man da schon einen friedlichen Weg. Dieses, wenn man es in Syrien jetzt gerade macht, jeder fliegt mit Luftangriffe, schadet der Bevölkerung und bringt gar nichts. Und Kriegseinsätze und so sind, es ist ja nicht Verteidigung, was wir in Afghanistan letzten Endes machen. Wir verteidigen vielleicht unsere Demokratie, aber wo geschossen wird, ist halt nun mal aus meiner Sicht Krieg. Am Kriegseinsatz zustimmen ist nicht leicht, aber wenn überhaupt, dann mit einem UN-Mandat. Und diese weitere Schwächung der UN, es ist ja nicht nur die Militäreinsätze, wenn man sich so schaut, 130 Staaten wollten vor kurzem Atomwaffen abschaffen, gegen Atomwaffen vorgehen. Die Atommächte haben von vornherein gesagt, was interessiert uns die UN? Deutschland hat sich auch fein enthalten und gesagt, naja, wenn die Atommächte nicht mitmachen, reden wir auch nicht mit. Sowas finde ich eine Frechheit und es untergräbt einfach die UN. Nein, ich könnte jetzt ganz einfach mit Nein beantworten und so lassen, so wie das einmal der Willy Brandt gemacht hat beim Interview, einfach nur mit Ja oder Nein beantwortet, ich glaube 5 oder 6 Fragen und fertig. Okay, aber ich sage noch ein bisschen was dazu. Die Linke ist die Friedenspartei schlechthin. Wir wollen keine Auslandseinsätze. Weder mit UN-Mandat noch ohne UN-Mandat. Ohne sowieso gar nicht. Und warum soll man die Bundeswehr ins Ausland schicken? Warum wollen wir uns nicht vom Ausland Ordnungskräfte zu uns holen, die bei uns ausbilden? Und dann sehen die Ordnungskräfte bei uns, wofür es sich lohnt im eigenen Land, für Demokratie zu kämpfen. Die Linke, wir waren ja bei der Bundeswehr, nicht bei der Entwicklungshilfe, wo ja auch keine Rüstungsexporte. Wir müssen Frieden exportieren und nicht Waffen. Schulbücher, keine Panzer. Also
Generell sicher nicht. Ja. Also die UN sind da das höchste Gremium, das darüber entscheidet, ob so ein Auslandseinsatz gerechtfertigt ist oder nicht. Und dem haben wir als Deutscher Bundestag auch Rechnung zu tragen. Ja. Und da denke ich, dass man da auch nicht drum herum kommt. Es sind natürlich Situationen vorstellbar, dass man sagt, die UN sind blockiert durch irgendwelche Machtinteressen, finanziellen Interessen von irgendwelchen Ländern und es gibt so schwerwiegende humanitäre Gründe für einen Einsatz, dass einem das Gewissen sagt, das ist nicht richtig, da nichts zu unternehmen. Ja? Wenn da Völkermord passiert und die UN sagen, aber nee, geht uns nichts an, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es andere Situationen gibt. Ja? Aber generell denke ich, sollte das außer Frage stehen, dass da ein UN-Mandat dahinter stecken muss. You are ready to wake up.